Das ist nicht spannend, endlich mal was zu lesen, ne? Ja, und wie du weißt, ich sammle ja nicht nur Bücher, sondern auch alte Zeitungen, Zeitschriften und Ähnliches. Da habe ich tatsächlich eine Unmenge. Aha. Und da sieht man aber auch den Wandel dieser Zeitschrift. Oh ja, vor allen Dingen in der Typografie. Ne? Wenn man diese ältere Ausgaben sieht, die bunte deutsche Illustrierte, dann hier zum Beispiel die bunte Frankfurter Münchner Illustrierte und später ist es nur noch die bunte, die wir alle kennen. Komm, mach das Bild bunt, indem du neben mir stehst und wir holen noch etwas dazu. Ja. Bitte schön, die Dame. Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag, Annika. Kolmar Schulte-Golz. Herzlich willkommen. Der Horst. Annike. Liebe Annike. Ja. Bist du jemand, der Zeitungen huldigt? Ja. Ja. Liest du gerne? Ich lese gerne Zeitschriften und Immer noch richtige Zeitungen, Zeitschriften? Oder? Ja, lieber Zeitungen als eine E-Newspaper. Das Papier ist wichtig, der Duft. Finde ich auch. Ja. So, meine Liebe, aber jetzt mal ganz kurz zu dir. Ich gehe mal davon aus, dass das hier sowieso ein Kunstwerk ist und nichts mit der Zeitung direkt zu tun hat. Was machst du beruflich? Ich bin Bekleidungsingenieurin und ich arbeite in der Produktentwicklung in einem Hamburger Versandhaus mit mehr als 4 Buchstaben. Toll. Lieber Kolmar, ich hatte schon erwähnt, es wird wahrscheinlich ein Kunstwerk sein. Ja. Ich sehe da unten eine Unterschrift, die kann ich von hier aus nicht lesen. Ja. Soll ich mit der Unterschrift beginnen? Bitte. Das eröffnet uns nämlich ganz andere Türen und Zugänge zu diesem sehr ungewöhnlichen Kunstwerk, weil es ja auf den ersten Blick mit einem Massenmedium zu tun hat, mit dem Print. Und ein berühmtes Zitat könnte ich voranschicken. Media is art. Und tatsächlich stammt dieses Zitat von Andy Warhol. Und es ist die Unterschrift, die Originalsignatur von Andy Warhol, auch auf diesem mehrfarbigen Siebdruck zu finden. Und das macht die Sache natürlich sehr besonders. Ist das die Originalunterschrift oder ist das gedruckt? Nein, die Unterschrift ist original. Wow. Und auch die Bleistiftnummerierung auf der linken Seite, dass es eben das Exemplar 321 von 500 ist, das ist alles original. Und das macht es natürlich sehr, sehr spannend. Es handelt sich hier um ein wirklich sehr interessantes Kunstwerk, das der US-amerikanische Künstler Andy Warhol in seiner Hochzeit für den deutschen Markt geschaffen hat. Wir sehen hier auf 25 Cover und wir können etwas ganz Typisches sehen. Andy Warhol hat eine Synthese gebracht und hat die Hochkultur der Intellektuellen und die Massenkultur zusammengebracht. Er nimmt also etwas, was sich jeder kaufen kann, ein Magazin, eine Zeitschrift und baut die in seine Kunst ein. Und die Akteure seiner Kunst sind häufig die bekannten Ikonen, die Menschen, die wir alle kennen. Das, was wir haben, ist im Prinzip ein Blick auf Biografien anderer, die für andere wirken und die damit Zeit greifbar und erlebbar machen. Also zu John F. Kennedy, zu Princess Diana oder zu vielen anderen hat der Betrachter fast immer ein eigenes Erlebnis. Bedeutet eine bestimmte Zeit des eigenen Lebens, in der die berühmte Persönlichkeit, die so ikonisch wirkt, dann auch diese Zeit prägt, überstrahlt und eigentlich am Ende ist es die erlebte eigene Geschichte der Betrachter, wenn man das anschaut. Und natürlich, was typisch ist für Andy Warhol, farbig. Sehr farbig. Schöne viele Farben. Schöne viele Farben und das Besondere ist eigentlich ein Positiv-Negativ-Effekt. Dass wir also im Prinzip die Umdrehung des Druckklischees haben und das ist ein typischer Fall, dass Andy Warhol das fast immer verwendet hat, um im Prinzip das Bekannte durch einen leichten Eingriff, durch eine veränderte Farbigkeit zum Beispiel neu zu sortieren und unseren Blick auf den Alltag zu richten. Mhm. Sag mal, das ist dann ein Druck, ne? Es ist ein mehrfarbiger Druck, ein mehrfarbiger Siebdruck. Auf und welchem Papier? Das ist ein Büttenpapier, ein Büttenkarton, ein Riefbütten. Und genauso gut ist auch eine Offset-Lithografie sozusagen mit eingearbeitet worden. Mhm. Das Ganze ist in Stuttgart gearbeitet worden, im Auftrag der Unternehmerfamilie Burda. Und es gibt aus den 80er Jahren eben diese Bekanntschaft der Burdas mit Andy Warhol. Und Andy Warhol wurde beauftragt, zum einen die privaten Porträts der Familie anzufertigen. Und dann wurde genau in diesem Look ein sehr großes Bild für die Hauptverwaltung der Burdas in München in Auftrag gegeben. Es gibt 2 große Bilder. Eines davon sieht so aus wie dieses hier. Und das bezieht sich natürlich auf die Tätigkeit der Burdas mit dem sehr erfolgreichen Magazin. Das ist ja viel größer, ne? Der Bund. Ja, ist 4 Meter und hoch. Ich glaube, 4,50 Meter ist das hoch. Hängt im Eingangsbereich dort und ist wirklich ein Hauptwerk in Deutschland. Wann ist das gemacht worden? Dieses Kunstwerk stammt aus dem Jahr 1983. 83. Und ist auch im Werkverzeichnis von Andy Warhol. Verzeichnis, also ein ganz tolles Werk. Vielleicht fragen wir Sie als unsere Zeitzeugin, wie sind Sie denn daran gekommen? Ich habe es aus dem Nachlass meines Vaters. Mein Vater ist Journalist gewesen und hat dann freiberuflich als Berater
für die Firma Burda gearbeitet und hat es geschenkt bekommen. Meine Liebe, bevor ich nach dem Zustand frage, frage ich schon mal, was du gerne haben möchtest dafür. Ich verlasse mich natürlich auf die Expertise, aber 3.000 bis 4.000. Ein hoher Wunschpreis. Bietet die Lithografie die Voraussetzungen, um so viel zu erzielen? Tatsächlich, der Zustand, es ist leicht verblichen. Es hat einen leichten Farbverlust. Und man kann in der Mitte im Rot einen leichten, aber ganz geringen Abrieb sehen. Also das muss man in Abzug bringen. Jetzt ist es im Moment so gerahmt, dass auf der Rückseite komplett eine Hartfaserplatte, also mit viel Säure ist. Das muss man entfernen, das muss man säurefrei rahmen. Es muss säurefrei in Passepartout, aber ich sehe keine alten Verklebungsmängel. Und natürlich muss es ein neues Rähmchen haben. Meine Expertise hier beläuft sich auf 7.000 bis 7.500 Euro. Ja. Ja, meine Kinder, lebe ich in einem anderen Zeitraum. Es ist ja unfassbar. Ich bin auch überrascht. Meine Liebe. Vielen Dank. Ich hoffe, dass das wahr wird. Ich auch. Da geht's rüber. Dankeschön. Tschüss. Alles Gute Ihnen. Danke. Dankeschön. Ich hätte mit weniger gerechnet und das ist natürlich jetzt fast die Verdopplung meines Wunschpreises. Und ich hoffe, dass die Händler auch so viel Geld dabei haben. Das ist Pop Art. Ui. Andy Warhol? Ja, das ist ein Andy Warhol. Habe ich gerade auch schon. Genau. Cool. Das ist eine Kunstgrafik. Andy Warhol, und zwar gibt es eine 500er Auflage, das steht hier mit dem Bleistift 321. Ist das eine originale Signatur oder eine Stempelung? Das ist eine echte Bleistiftsignatur. Juhu! Wow. Ich denke, der Name des Künstlers Andy Warhol spricht für sich und ich hoffe, dass die Händler das auch so sehen. Der Künstlername hat definitiv bereits Eindruck gemacht. Aber spiegelt sich das auch in den Geboten wider? Hallo, die Dame. Hallo, guten Tag. Grüße Sie. Guten Tag. Die Farben, die im Bild sind, ist auch Ihre Kleidung. Also Sie haben sich doll dazu angezogen. Ja, ich habe versucht, dass es passt. Sehr schön. Wie kommen Sie in den Besitz von so einem prominenten Blatt? Mein Vater war Journalist, von ihm habe ich es geerbt und er hat auch für das Haus Burda gearbeitet. Burda. Und dann hat, das wissen wir nicht genau, das Haus Burda wohl eben eine Auflage von 500 Stück in Auftrag gegeben. Und mein Vater hat auch eins davon bekommen. Das Besondere ist natürlich, es ist handsigniert und handlimitiert. Und das sind Titelblätter von der Bunten eben in verschiedenen Farben. Das schon Seiten. Und eines auch deutsch und nicht amerikanisch. Also ich bin auch ganz begeistert, weil man das nur in New York sieht und dann in irgendwelchen Supergalerien. Und sowas kommt gar nicht nach Deutschland normalerweise. Also es ist wirklich ein toller Zufall, dass Burda da den richtigen Riecher hatte. 1.000 ist mein Start. Sehr schön. Ein guter Start. 1, 2, 3, 4, 5. Was rechnest du? Schneidest du sie auseinander und lässt die Einzelrahmen oder was? Kann man machen. 1.100, ich bin dabei. 1,5 bei mir. Ich gebe Ihnen 2.000 Euro. Oh, ich wollte gerade 1.400 sagen. 10% mehr, 2,2. Ja. 2,3. 2,4. 2,5. 2,6. 2,7. 3.000. 3,1. Wow. 3,2. 3,3. 3,5. 3,6. Das ist Pop-Art. Ja. Susanne, jetzt, wo du sagst. Ja. Hast du es auch verstanden? Ja. Ach, egal. 3,7. 4.000 bei mir. 4.100. 4,2. 4,3. 4,5. Mein Menschenverstand ist schon längst verabschiedet worden, aber ich bin jetzt auch 4,5. Finde ich einen richtigen speziellen Preis für ein super seltenes Blatt. Was die Expertise ist 7.000 bis 7.500 Euro. Ich finde, dass 7.000 ein Galeriepreis ist und dass das bestimmt ein Endverbraucher dafür bezahlt. Ob das jetzt ein Händler bezahlt, ist eine andere Frage. Um Ihnen also entgegenzukommen, würde ich 5.000 Euro glatt machen. Annecke hat sich ursprünglich nur 3.000 bis 4.000 Euro erhofft. Kommt von Ihnen noch was? Ich nicht mehr, nein. Ja, dann würde ich das machen. Ja, 5.000 Euro? Freue ich mich.
Stoffbahnen sind es 2, 4, 6, 8, 1000, 2, 4, 6, 8, 2000, 2, 4, 6, 8, 3000, 2, 4, 6, 8, 4000, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 5000. Ja, vielen Dank. Einmal, ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß damit. Danke. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, danke, schön. Schön. Tschüss. Danke für den richtigen Knüller, den Sie da gebracht haben. Wow. Gratulation. Ja. Nee, wirklich toll. Geil. Gratulation, ja. Andy Warhol in schick, Bornheim. Schick, schick. Es ist ganz toll gelaufen. Sie waren genauso begeistert von dem Bild, wie es das Bild auch verdient. Und ich habe 5.000 Euro bekommen. Das ist weniger als die Expertise, aber ich bin damit sehr, sehr zufrieden.